Oh, hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Moneymaker. Ja, das ist schon etwas lange her, die letzte Folge. So, ich mache jetzt gleich mal den Shader aus und wir gehen ein bisschen rein. So, wir haben... Oh ja, wir haben gut Kohle bekommen. Oh, oha. Mienstellchen, ja, das ist okay, ne? Gummistiefel kaufen wir. Das kriegst du gleich. So, okay, dann tun wir gleich mal Effekten aktivieren. Wir fackeln da nicht mehr lange rum. Bei dir hier auch mal. Und hier machen wir auch mal gleich alle. So, wir haben auch gleich ganz viele Aufgaben. Ja, so ist die. Erledigt. Okay, das haben wir noch nicht ganz erreicht. Und ich habe eine tolle Nachricht euch zu sagen. Wir, beziehungsweise ich, wir haben jetzt Katzen, ne? Und die eine Katze davon, der Kater, Eddie, der war jetzt gerade auf meinem Tisch die ganze Zeit und hat gerade am Mikrofon gerochen, also. Jo, was machst du? So, wir haben immer noch ganz viele Booster. Okay, aber, okay, wir müssen unsere Produktion upgraden. Wir haben in der letzten Folge das hier fast auf Level 300 gemacht und die anderen haben wir alle endlich auf Level 500. Aber nichtsdestotrotz würde ich gleich mal hier einen neuen Minenarbeitsplatz freischalten. Dann machen wir es einfach mal. Ui. Wow. Ui. Oh, wir haben einen Heiligenschein. Das stimmt jetzt. Oh. Ja, der nervt jetzt vielleicht manchmal. Müssen wir uns dran gewöhnen. Gucken wir mal. In meine Kommentare schreiben, ob er euch nervt, weil dann würde ich ihn weg. Ah, wartet mal. Gleich mal den Arbeitsplatz verbessern. Ja, jetzt haben wir erstmal genug abgegradet. 10 AC machen wir schon. Cool. Alles gut, Eddie? Genau. Upgraden. 155 AC. Ja gut, wir machen da einfach mal minus 20% Verbesserungskosten. Ja gut, das ist schon mal einiges günstiger, ne? Machen einfach mal 50 mal. Oha! Habt ihr jetzt, also, dieser Sprung gerade, also das war krass. Minus 30% Verbesserungskosten und die Matte, ich mache mir auch mal. 81 AC die Sekunde. Was ist das für ein Sprung, bitte? Warte, bei denen müssen wir auch mal vielleicht ein bisschen mehr upgraden. Oh, jetzt seid ihr beide da. Ja, das ist jetzt ein bisschen, also, ich habe nur 10 mal geupgradet. Was ist da? Okay, jetzt würde ich einfach mal in... Ja, oha. Ich würde einfach mal alle Booster aktivieren. Oh, ja, ja, ja. Ui. Zack. 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 Oh. Gut, dann gehen wir in die... in die Eisenmine. 300 AC. Das ist krass. So, wir gehen mal zurück zur Mine. Wir haben, ja, wir runden einfach auch, ja, wir haben fast 450 AD auf unserem Konto. Ja, mehr als am Anfang des Videos wohlgemerkt. Und, ja, wir könnten uns fast einen neuen Minenarbeitsplatz leisten. Aber ich labere jetzt wahrscheinlich einen richtig fetten Monolog, der unnötig ist. Aber da wir beim Lohn- und Banktransport so große Sprünge gemacht haben, denke ich, dass wenn wir hier upgraden, auch so große Sprünge machen. Versteht ihr? Ich glaube, ihr versteht's. Ja, wir können einfach mal ausprobieren, ob es so ist. Ja, ich weiß nicht. 50. Ja, komm, wir machen 50 mal. Gut, wir haben jetzt doppelt so viel am Anfang der Folge fast. Ja, wir haben auf jeden Fall mehr als am Anfang der Folge. So, wir hätten jetzt nochmal Möglichkeiten. Wir haben sau viele Booster bekommen. Auch von allem dieser 150%, 100%, also das ist wirklich, wirklich gigantisch. Und ich würde die gleich auch alle mal einlösen, nochmal runter in die Mine eigentlich. Ne? Das würde Sinn machen. So, wir gehen wieder zurück zur Mine. Wie ihr seht, haben wir etwas mehr als ein AE. So viel Geld hatten wir noch nie. Wir können uns den nächsten Arbeitsplatz kaufen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Oh. 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 8 AE. Okay, Verbesserung. Effekt aktivieren. Wir machen einfach mal 10 mal. Oh, yes. Oha. Und jetzt kommt der mit mehr Ertrag rein. So, und jetzt aktivieren wir erstmal alle Effekte. Alle Effekte sind aktiviert und
Wir haben eine nächste Stufe freigeschaltet. Ich würde aber noch den Banktransport upgraden, weil der ist ganz schön niedrig. Ich mache einfach mal hier 30%. Effekt aktivieren. Zack. 10-mal verbessern. Oha, das ist schon besser. Jetzt haben wir einen Idle-Cache von 141 AC die Sekunde. Das heißt, wir haben jetzt, okay, wir aktivieren gleich nochmal einen Effekt und graden gleich nochmal ab. Aber was ich jetzt unbedingt machen wollen würde, hier, der hat Level 604, der hat Level 597. Jetzt sind beide ziemlich genau auf dem gleichen Stand und aber auf dem gleichen Level. Das ist schon mal was Gutes. So, wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele coole, große Mega-Booster für die nächste Folge. Also das wird, wir werden wieder richtig viel Geld scheffeln in den nächsten Folgen über. Heute haben wir 2 Arbeitsplätze rangeschafft. Ich bin super zufrieden. Aber Leute, das war's mit dieser Moneymaker-Folge. Ich nehme schon eine ganz schöne Weile auf. Darf man auch nicht vergessen. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, tschüss.